So! Jetzt läuft die Aufnahme schon. Huch! Wir machen weiter bei Inferi Marius. Jetzt Hallo! machen wir eine Höhle uns angeguckt und dabei gnadenlos gefailt. Und das lag aber daran, dass der liebe Felix nicht dabei war. Ja, sehr traurig. Und jetzt ist der Felix dabei und wird uns von Anfang an erklären, wie die Höhle geht. Ich hoffe, ich kann das jetzt richtig laden, weil du hast mir eine neue ROM geschickt. Ja. Ich. Mal Jan ist sehen, übrigens nicht ist die mehr Mac. Facecam drin? Jan hat sich beruhigt. Ich muss im Wir wollen Übergang Facecam. laden, also hier wahrscheinlich. Wir wollen Facecam hier. Hallo? Was soll Zack. das? Ja. Höhle lädt. Ach, Face. Ja, brauchen wir jetzt nicht für den kurzen Moment. Solange werden wir nicht aufnehmen, wenn ich das richtig verstanden habe. Jo, sollte passen. Ist die richtige ROM und es hat auch den Safe State geladen, Felix. Das sieht gut aus. Lauf mal ein bisschen nach rechts, dann möchte ich erst mal sehen, ob das stimmt. Ach, hast du hier schon was geändert oder wo? Ja, gleich. Nächsten paar Meter. Oh, das hätte ich Meter dann doch aber vor schon falsch sehen müssen. allem. Ja, lauf noch mal weiter, weiter. Ist noch ein Stückchen. Noch mehr, noch ein bisschen. Auch so den nächsten Meter, 5 Screens später, noch ein bisschen. Aber wo war denn da Gleich. was kaputt? Ich bin gerade. Ja, nein, warte, ich sehe dann nur einfach, ob es die richtige ist Ach an der einen so. Stelle, weil ich da einen Block verschoben habe. Ah, ich verstehe. Weil der meiste andere Kram ist Ach, weiter jetzt hinten bin ich jetzt zu blöd, da verändert. durchzukommen, weil ich nur schnell machen soll. So. Du bist immer zu blöd, da durchzukommen, ob du jetzt schnell machen musst Ja, oder ist nicht. richtig, ist richtig. Natürlich ist es richtig. Was denkst du von mir? Ja, ist Dass du ja. blöd bin, eine ROM zu laden. Ja. Ja, natürlich. Man kann also wunderbar während in dem Übergang, während es rausfadet und so, da kann man so also wunderbar speichern. Dann kann in den Räumen egal was verändert werden. Das ist sehr schön zu wissen. So. Ja, das ist wirklich gut. Okay, dann darfst du mir jetzt mal erklären, was ich tun muss. Denn wir haben uns ja, auch wenn du das noch nicht gesehen hast, aber das letzte Mal das Level ausführlichst angeschaut, bis zum Ende. Also bis Hab's zum noch Ende nicht. des Raumes zumindest. Ja, ich weiß auch nicht genau, was ihr da gemacht habt, aber es ist auf jeden Fall verändert. Ja, man kann jetzt nicht mehr den Chuck nutzen. Ach, den Chuck, sag ich schon. Die Statue nutzen, um Yoshi groß zu machen da hinten. Unter anderem das nicht mehr, ja. Und wahrscheinlich kann ich mich auch nicht mehr durch die Turnblöcke nach oben bauen. Nein, das geht auch nicht mehr. Ah, die sollte ich Sollte wahrscheinlich noch nicht gehen. essen. Warte kurz, jetzt war wieder da. Ja. Jetzt weißt du ja nicht, wo ich nicht Und laufen sonst soll. so? Und sonst so. Ja, außerdem ist der HF dabei und der Flo, falls man es nicht hört. Also es wird immer so ein bisschen unterschiedlich sein, je nachdem, wie wer halt da ist, wenn wir in Ferien aufnehmen. Es wird nicht immer die gleiche Besetzung sein. Wer ist ein HF? Ich dachte, ich bin Felix. So. Nee, Felix. Diesmal mit Jetlag. Ja, genau. Ja, also jetzt kommt auf jeden Fall die dümmste Stelle. Ach, direkt am Anfang, das ist doch schön. Freue ich mich. Ja. Die Beeren soll ich noch nicht Also du essen, oder? kannst. Ja, eine kannst du schon mal essen. Eine kann ich essen, dann nehme ich doch die, die nervt mich nämlich. Nimm die andere. Verdammt. Okay. Okay, dann spürst du. Sonst wird's noch unangenehmer. Ach, verdammt. Huch, das sah interessant aus. So. Oh, ein Glitch in SMB, was ganz Neues. Also was du Ja, machen musst Felix, ist. achso. Ja? Ja, sag Nee, ruhig. erklär's mal. Nee, lass Ich erst wollte mal das nicht noch. Wichtige hier. Du Ja, kannst erstmal das danach ja Wichtige. deinen Kram. Ja, was du machen musst, du siehst ja. Wenn du noch ein bisschen weiter nach rechts gehst, ist irgendwo so eine graue Plattform und daneben so ein Key, so ungefähr. Ja, das war da halt bei den hinter den Feuern. Ja, genau, Yoshi, auf jeden lasse ich Fall hier ist der ja erstmal so. stehen oder nehme ich den schon mit? Nee, warte, ich wollte es dir nur kurz erklären. Und Ja. dahinter ist halt gerade Lava und wie du weißt, kann Yoshi ja in der verrecken. Was du machen musst, ist, du weißt ja, was passiert, wenn du zwei pinke Beeren isst, oder? Dann kommt die Wolke. Ja, genau. Und du musst den Spawnpunkt der Wolke so lange verzögern, bis du an der Stelle mit der Lava gekommen bist. Und den neuen Yoshi sozusagen dann Also ausgebrütet diesen hast. Glitch, der auch immer so Rogate gefordert war, oder? Ja, genau, jetzt halt nur mit pinker Ja. Beere. Und du musst halt immer auf den ersten Frame abspringen, damit die nicht gespawnt Oh Super. mein Gott. Mann, warum komme ich nicht auf so scheiß Ideen? Ich will Das das habe ich mal nur ein einziges Mal kurz einmal gemacht. so. Die Feuer, brauche ich die überhaupt noch oder kann ich die einfach essen? Die kannst du essen. Aber hier ist doch auch noch eine pinke. Ist die ähnlich? Ist die ein Bild? Die ist nur ein Bild, ne? Ja, das ist nur ein Bild. Ja, natürlich, okay. Dass du das Feuer vorher essen kannst, das habe ich jetzt gar nicht so weiter bedacht, aber das ist auch egal. Weil wenn ich eh mit Yoshi hier lang muss, dann.
Okay, also wie weit ja, muss ich bis hierher, genau, oder was? Genau, das ist halt, bei Mata Surrogato ist es ja so, wenn du den neuen Block auslöst, dass dann sozusagen das Ei oder in dem Fall die Wolke auf das neue transplantiert wird, wenn das andere vorher stirbt. Und ja, ah, deswegen ist da der lange Bereich, während ich auf dem Schlüssel mit dem Yoshi dann da entlang reite. Ach nee, Quatsch, das ist ja, genau, das ist auch toll. Oh Gott, okay. Das heißt, hier soll dann Yoshi sterben an der Stelle. Ja, genau. Praktisch dann einfach halt so. Ja, aber doch jetzt noch nicht. Nee, aber dann halt, wenn ich's habe. Ja, genau. Gut. Dann erstmal nochmal die Feuer hier und dann kann ich da gechillt durchspringen. Da ist der Turbo-Knopf übrigens nicht hilfreich, meiner Meinung nach. Ja, aber ich habe auch nicht vor, den zu nutzen. Also nur teilweise. In der Passage ist der hilfreich, aber am Anfang davon, nicht, weil da musst du halt weit und sowieso hier in die Blöcke rein. Das geht nicht also mit dem. Ja, du darfst den Turbo-Knopf natürlich nicht gedrückt halten. Dann kannst du halt nicht so weit hochspringen. So, ja, stimmt schon, aber ansonsten ist der halt nicht so hilfreich. Ja, das ist richtig. Der Turbo-Knopf ist jetzt auch nicht die Allheillösung. Aber wie gesagt, für die Stelle da ist es machbar. Ich habe das sogar noch getestet, als diese blöden Feuer noch da waren. Kein und das Feuer war mehr. Richtig okay. Dumm. Ja, also das eine Feuer erledigt sich selbst, indem sie in die Shells reinspringt, in diese Zerstörblöcke. Ja, ich habe die auch gegessen, nur halt erst, als ich oben war und schon immer auf den ersten Frame abgesprungen bin. Wow. Halt links neben diesem Knochen habe ich die dann gegessen, weil da war ja ein bisschen. So, und jetzt muss ich praktisch die Beere essen und dann aber immer, oh Gott. Also du solltest aber schon mit Vollspeed an oder zumindest mit hoher Geschwindigkeit ankommen, damit du den Sprung da schaffst. Weil du kannst halt nicht mehr wirklich Geschwindigkeit aufbauen, du kannst die nur noch halten, nachdem du immer auf den ersten Frame abspringst. Und da soll der Turbosprung nicht, der Turboknopf nicht helfen? Oh, das war schon ganz gut. Ja, aus dem Grund, weil du nicht so weit mit dem springen kannst. Ach so. Ja, mit dem Turboknopf, also ach so, ja, ich verstehe, weil da die Physik beeinflusst werden in dem Moment. Ja, ja. Ah, du machst es sogar ziemlich gut gerade. Also, ich muss zugeben, so schnell habe ich das nicht geschafft, auf den ersten Frame abzuspringen. Naja, ich habe ja auch Slow-Mo drin. Ja, okay, nee, trotzdem. Ah ja, Felix, ich wollte mich nochmal bedanken für die Dokumentation über die Eulen, die du mir geschickt hattest. Ach, die Eulen, vorgestern. Ja. Ja, Eulen sind schon echt ganz tolle. Warte, Moment, ich muss hier die richtige Seite finden. Eulen, das sind schon. Nee, den lass was ich. Was kommt jetzt? Der wieder? Kommt eher später. Es ist noch zu früh dafür. Ich habe naja, das ist auf jeden Fall. Ich habe immer Angst, wenn die sowas Kommentar, vorbereiten. Wo man auch mal zwischen den Säulen lesen muss. Ich ne? weiß da gar nicht, ja, worauf die hinaus wollen. Conan, Conan, freust du dich eigentlich auch immer, wenn die Säulen Jerodas bei dir vor der Tür stehen? Ja, also irgendwas habt ihr jetzt mit Oi, aber ich verstehe noch nicht was. Säule, die Jerodas. Oh. Ich verstehe noch nicht was. Ach, Mann, Jens. Oh. Ja, toll, da muss ich später nochmal Eulen erwähnen, oder? Ja. Der ist mir jetzt ich versuche so den zusammen nachher zu stellen mit irgendeinem Namen, aber ich weiß nicht, wer getroffen wurde. Ich weiß es nicht. Ach, nichts kommt. Ja. Falls sich jemand angesprochen fühlt, I'm sorry. Nein, bin ich nicht, weil ich habe nichts gesagt. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an die anderen. Ach, blöder Knochen. Schreibt's in die Kommentare. Sans hat hier wieder Knochen liegen lassen. Wie Conan aber auch direkt denkt, dass wir irgendeinen Namen anspielen würden. Naja, auf irgendwas spielt ihr. Ihr macht auf jeden Fall mit Oi oder Oil oder irgend so irgendwelche Wortspiele. Das erkenne ich doch. Ja. Deswegen klar. Ja, Zeulen Jehovas. Oi ist auch so eine Musikrichtung und so, ne? Kennst du? Also meine Lieblingszahl ist die Eulersche Zahl. Ja, die ist super. So. Die ist echt klasse. Oh Gott. HF kennt bestimmt alle Nachkommastellen auswendig. Ja klar, alle. Fängt mit 2,7 an, oder? Ja, soweit bin ich jetzt 7, auch gekommen. 1828284. Och, dein Ernst, Junge. Ja, weiter kann ich nicht. War schon auf 2,7 stolz. Ja, kannst doch sein. Weil ich so einen Scheiß abgehakt habe. Ja, okay, okay, also jetzt hier. Während dieser Aufnahme lerne ich jetzt 50 Nachkommastellen dieser Zahl auswendig. Das ist zwar völlig schwachsinnig und völlig unbrauchbar, minimal. Aber ich mach's jetzt. Ja, ist eine schöne Challenge auf jeden Fall. Ach man, jetzt kriegt ich nicht hin. Schade, dass Jan heute keine Referate hier halten kann. Über Rainer Bade. Seid ihr auch autistisch? Schreibt's doch mal in die Kommentare. No front. Nee, das ist mir zu dämlich, das mache ich nicht. Boah, wie habe ich denn sowieso... Ach, ich glaube, ich springe einfach vorher nochmal ab. Das scheint einfacher zu sein. Ja, jetzt brauchst du keinen Maximalspeed mehr. Ja, ja.
Es ist halt einfach nur dämlich und nervig, mehr ist es nicht, ne? Ach, ich fand's eigentlich bisher ganz lustig, aber jetzt krieg ich irgendwie den Sprung nicht mehr hin. Also es war ursprünglich noch ein bisschen beschissener, die Stelle. Noch beschissener? Ja, ja. Wie das denn? Ich bin zu blöd dafür gerade. Wir haben ja weitere Abgründe und so, aber da hatte ich keinen Bock, das zu testen. Well. Das Level ist ja wirklich ein bisschen getestet. Ja. Ein bisschen, aber... Oh mein Gott, ein Level von Felix, das getestet wurde, gesehen hat. Kann von Felix sein. Ja, es ist auch von Biop eigentlich mehr getestet als von mir. Der hat auch nicht den Break gemacht mit der... Ne, der hat's anders gebreakt, aber das habe ich... Achso. Ach ja, Conan, ich wollte nochmal sagen, gutes Trio, schöner Part, dies, das, Smiley. Also damit wollte ich sagen, dass der Chosen to Part von gestern wirklich gut war. Und gutes danke, Trio. Danke. Schöner Part, dies, das, Smiley. Ja, das hat Dani geschrieben, oder? Nein, das hab ich gesagt. Das wollte ich dir sagen. Das war doch jetzt der von Dani, der vorgelesene Kommentar. Nee, ich glaube, nee. War das jetzt aber ein Zufall? Glaube ich. Ich glaube auch. Ach, Mann, jetzt haut das hier nicht mehr hin. Dass Bonnie nicht in den Ferienaufnahmen kommen möchte. Eigentlich finde ich das ganz schade. Gut. Das haut das hier nicht hin. Bei ja. Chosen macht's ja auch mit, ne? Ja, der ist ja auch nicht gemein zu ihr. Ja, genau. Okay. Ja. Wir sind so gemein, ne? Das ist ja, total. So schlimm. Ich bin so gemein. Ach Mann, jetzt. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich machen soll, weil immer wenn ich Person. Irgendwo langlaufe, dann denke ich nur daran, wie gemein ich doch bin. Oh, wieso haut denn der Sprung nicht hin? Ich habe doch gerade die anderen Sprünge hingekriegt. Oh, weil du ein Conan bist. Ja, ich weiß. Ja, wie kann man nur 5 Minuten brauchen, um eine Frame-Perfect-Sache auszuführen? Das ist jetzt nicht so schwierig. Ah, ich mash einfach den Knopf. Huch, ich dachte, der Sprung wird hier aktiviert. Das ist eine richtig dumme Stelle jetzt. Ach, passt doch. Ja, weil du halt da sehr schnell reagieren musst. Solche Engstellen sind da immer... Ach, drück einfach den Turbo-Knopf. Ja, das ging so, habe ich auch gemacht. What? An der Stelle habe ich das auch gemacht. Ach so, weil ich ja direkt wieder aufkomme auf der Scheiße hier. Ah, ich verstehe. Das ist halt ein bisschen dumm. Ich versuche mal zu simulieren, den Turbo-Knopf, aber sonst nehme ich ihn vielleicht wirklich kurz rein. Ich war da auch noch im Mann. Jawohl! Geht auch ohne Turbo-Knopf. Ja. Ah, okay. Die Stelle muss ich mir merken. Für ein Wettbewerb. Wieder was. Fuck, Manja, was ist denn das da oben? Geh weg! Geh weg! Scheiße! Verdammt! Kacke. Ich hab die Best-of-Liste nicht von meinem alten Rechner. Was soll dir der Mancher da oben? Dreck! Mach den mal weg da, der stört. Ja, der ist cool, ne? Nein! So einen zweiten muss ich entfernen. Oh, mein Finger! Ja, tut weh nach einer Zeit, ne? Das ist toll. So wie ich das jetzt gerade mache, ja. Nein! Oh doch! Du musst noch ein bisschen weiter nach links springen und dann... Also rein. Das Problem habe ich auch manchmal. Was? Hä? Was für ein Problem? Ach, Mann! Egal. Gar nichts mehr. Ja, jetzt, durch! Durch! Wo wir gerade schon bei diesem Thema sind, Conan, habe ich noch eine Frage an dich. Scheißen, ich habe gehört, der Nachbar trieb es wieder mit seiner Frau, sodass die stützenden Säulen des Hauses immer maroder wurden. Boah, ich will wissen, was ihr mit Eulen habt. Ich will das wissen. Das ist ja wirklich krass. Wer ist damit angesprochen? Oder was? Den hatte ich noch. Der ist richtig gut. Oh Mann, das versteht eh keiner. Ja, mir gefällt's ja auch, aber ich müsste wissen, ich würde wirklich gerne wissen. Was? Aber du hast mir nicht auf meine Frage geantwortet, Gordon. Was für eine Frage denn? Weiß ich auch nicht mehr. Ich bin ja gerade ein bisschen in Bedrängnis hier in dieser engen Scheiße. Triebes und Maroden. Säulen, keine Ahnung. Ja, Säulen des Hauses. Nein! So. Furchtbare Säulen. Säulen des Hauses. Die Säulen! Achso. Die Säulen der Erde, so. Sein schönes Buch übrigens. Buch sei schon. Ja, also Buch auch, aber wahrscheinlich. Die Serie kenne ich halt. War es eine Serie oder war das mehrere Filme hintereinander? Ich weiß es gerade nicht mehr.
Ken Follett, die Säulen der Erde. Hurra, Flo, jetzt bist du dran. Hey, meins habe ich gestern, also in der letzten Aufnahme, verpulvert. Schade. Muss ich mir noch anhören. Hä, da hast du doch auch gar nichts mit Eul gesagt. Glaube ich. Boah, Felix, die Stelle ist so saudoof. Ich hab hier ja, die Stelle ist toll, ne? Die ist noch schlimmer als der Knochen. Ich weiß. Ach, leck mich doch. Danach kommt noch eine dumme Stelle und danach ist es nicht mehr so schwer. Sie hatte ja noch bei meinem Kreuzworträtsel. Aber das erinnert mich gerade so ein bisschen an The Floor is Lava. Ein Wort mit neuen Buchstaben für Schleppen. Auf Holländisch. Der Boden ist heiß, deswegen muss ich auf die Schürze springen. Fuck! Ich fange an zu schwitzen gerade. Kannst du einfach das Wort Säulen? Ah, Mist. Ja, immer wieder auf Säulen ist aber dann auch langweilig. War ziemlich dumm irgendwie, weil Säulen hat ja gar nicht 9 Buchstaben. Oh gut. Was? Stimmt. Jetzt verstehe ich auch den Kommentar mit den Klößen. Ah. Was? Das hat ja, damit schon also zu Thüringer tun gehabt? Klöße. Was? Ich mag Thüringer Klöße ganz gerne. Und ich spreche übrigens gerade in mein Rode Mikrofon rein. Das ist auch gut. Was? Ich verstehe überhaupt nicht, auf was sich das bezieht. Die beste Firma hier im Norden. Rode. Rode Oil? Ich komme nicht drauf. Ich auch nicht. Ich weiß doch gar nicht, was der Flo hier erzählt. Das sind alles nur Zufälle, glaube ich. Ja, ja. Ja, alles ganz zufällig. Musst du auch mal wirklich zwischen den Zeulen nachgucken. Ja, ja, Zeilen. Aber immer wieder mit den gleichen Worten, die Wörtern, die witzig sind. Ja, da wird ja immer, je öfter man den erwähnt, desto witziger wird er. Fuck, Alter. Aber die Stelle ist schon scheiße, ne? Stimmst du mir dazu, Conan, mein Bruder? Ja, der Manchi ist eine Katastrophe, aber... Ja, das war Rode, Vital. Ich verstehe. Aber hier brodelt's gleich. Oh, Ansage. Hier brodelt's, das ist ja sogar eine Kombination aus zwei Wörtern. Stimmt. Was? Eigentlich nicht. Hier zumindest brodelt. Nicht, dass ich wüsste. Der ultimative Wort. Oh Mann. Keine Ahnung. Ich distanziere mich. Ich glaube, ich mache in Zukunft so ein Disclaimer einfach vor den Ferienaufnahmen. Hier ist wieder ein... Dieses Let's Play besteht aus Sarkasmus und Ironie. Naja. Ja. Das fand ich jetzt sehr brodelig von dir. Ja, wahrscheinlich. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der überhaupt nicht versteht. Ja, ich... Nee, HF, bist du nicht. Ich weiß nur, dass sie Wortwitze mit Rode und mit Oil machen. Und ja, hab da halt mitgemacht, aber ich weiß nicht warum. Das ist ein Fußballspieler. Rode. Kennst du eigentlich ja. Alexander Kunze, Conan? Das ist ein Fußballspieler. Auch ein Fußballspieler. Ja, Braunschweig. Ja. Torwart. Ja. Eben. Warum? Was ist das? Alexander Kunze ist übrigens am 12. Januar 1971 in Marienberg geboren. Ja, ist korrekt. Alter. Wie er sich auskennt. Ja. Ich hab bestimmt auch nicht den Wikipedia-Artikel gerade offen. Ich meinte Conan, weil er dachte, ist korrekt. Nee, ich gehe davon aus, dass HF den offen hat, also müsste das richtig sein. Achso, wenn ich einen Wikipedia-Artikel vorlese, dann ist das schon richtig. Ja, zumindest wenn es da steht. Dann. Ja, woher weißt du denn, dass es da steht? Ich kann ja auch einfach nur behaupten, dass es ein Wikipedia-Artikel ist. Und das ist korrekt, das hättest du aber nicht getan. Ach, Mann! Flix, ich hasse die Stelle, weißt du das? Jo. Ich auch. Das geht aber, du musst halt weißt nur du, ich probier jetzt für die Stelle wirklich den Turbo-Knopf mal aus. Nein, das ist da total unsinnig an der Stelle. Lass mich doch mal ausprobieren. Vielleicht wird's ja cool. Ja, ist halt echt irgendwie unnötig, aber gut. Welchen Knopf mache ich da jetzt? Ich drücke zum Springen Y. Das ist... Du hast den noch drin. Das ist... Dann hier Z, das ist dann B, das ist... Ach, V. Ja. Das ist dann Z, das ist dann Y, das ist dann Z, das ist dann B, das ist dann V. Ja, genau, Conan. Ja, das Z muss ich sagen, weil es hier ja Z steht, aber das bei mir Y ist, wegen englische Tastatur. Mir ist echt unerklärlich, wie man das auf dem Keyboard spielen kann. Was, ich spiele alles auf dem Keyboard. Mir wow, der funktioniert halt überhaupt nicht, der Knopf. SMW mit einem Keyboard spielen kann. Mit einem Gamepad.
Ja. Ja, also, nee, ich muss mit Kiefer spielen. Wow, der Knopf failed Harit. Du bist hier ein Fail. Ist halt so, guck dir das an. Die meiste Zeit erwischt das. Was kann ich dafür, wenn du blöd bist, den scheiß Turbo-Knopf zu benutzen? Ich drücke ihn! Die meiste Zeit erwischt das einfach nicht. Du drückst ihn. Wenn ich meinen Turbo-Knopf drücke, dann jetzt hat es einmal erwischt. Den Turbo-Knopf. Ich bleib drauf. Du musst halt gedrückt halten, Conan. Ich hab doch den Finger drauf. Geh nochmal die Einstellung, Conan. Du musst den anderen ausstellen. Du musst da noch den Haken reinmachen. Und du musst, glaube ich... Deine vielleicht kaputt. Er wird doch manchmal angenommen und manchmal nicht. Mach mal den Haken da. Jetzt mach mal den Turbo at 30 Hertz aus. Mach mal einfach, deaktivier dein normales B. Das drücke ich doch nicht. Nee, das ist nicht wichtig. Ich habe das immer so gemacht, dann ging's. Muss man nicht. Okay. Jetzt geht's. Nee. Es geht nicht immer, natürlich, weil, merke ich gar nicht. Wird natürlich... Ja, wow, da komme ich erst recht nicht durch, weil ich nicht mehr schnell bin. Das ist jetzt ehrlich gesagt nicht mein Problem, ne? Conan. Ah. Du kannst einfach von viel weiter oben abspringen, glaube ich. Wie viele Glitches hat denn das Scheißspiel? Ja, das mache ich auch gleich, Felix. Der Turbo-Knopf hier ist absoluter Müll. Brauche ich nicht. Ich mag den auch nicht so sehr. Ja, der Safe-State ist aber schon verkackt. Da musst du nochmal... Nein, der Safe-State ist... Aber warum machst du Turbo at 30 Hertz rein? Das bringt überhaupt nichts. Das macht den Turbo-Knopf nur langsamer. Das ist jetzt wurscht. So. Ich benutze ihn jetzt ja eh nicht mehr. Guck mal, mit meinem eigenen Finger komme ich viel besser als mit dem Turbo-Knopf zurecht. Nein, das kann nicht sein. Ist aber so, ich mache hier die ganze Zeit spiele ich mit meinem Finger und nicht mit dem Turbo-Knopf jetzt. Ja, dann mashst du aber nicht, sondern timest. Das ist sehr interessant. Nein, Conan. Ich mashe. Interessante Aussage. Dann hast du einfach nur wieder gesaved. Ah. Das ist so knapp immer. So knapp. Finger größer Turbo-Knopf, so. Verdammt, ich hab das Ganze auf den amerikanischen Raum gepatcht, ansonsten könnte ich jetzt Delfine essen. Stimmt. Delfine? Ja, in der japanischen Welt. Stehst du auch auf so große Wassertiere? Ja, große Wassertiere. Mal! Fick dich! Delfin! Gut, ich habe jetzt eher auf den Drachen angespielt, aber meinetwegen auch South Park. Das ist schon der Müll. Ja. Ach, Felix, ich hasse dich! Okay. So ein bisschen. Ich meine, das hat funktioniert. Vielleicht habe ich auch den falschen Mancher weggemacht, das kann auch sein. Jetzt! Waren ursprünglich zwei, der eine ging nicht, der andere ging. Auch nicht gleich. Ja, was? Ja, das muss schon gehen. Glaube ich. Ja, ich bin sicher, ich stelle mich nur an. Vielleicht hättest du auch den Anlauf mitnehmen müssen. Ja, bis hierher. Ja. Was, worum geht's? Conan schafft den Sprung nicht, weil er doof ist. Ja gut, dass er den Sprung nicht schafft, weil er doof ist. Ja, das sehe ich auch noch. Jetzt glaubt er, dass das nicht geht. Nein, das hast Natürlich du gesagt. Geht er. Natürlich geht er. Das sieht gut aus. Da kommt ich über die Hälfte des Matchers. Doch, eigentlich sah das ja gut aus. Ich will Conan doch nur demotivieren. Kannst du gar nicht, weil ich Aber, schon selber... Aber Conan, du bist doof. Du wirst es eh nicht schaffen, also... Ich meine, guck, schon wieder rennst du in den Mancha. Du musst nicht in den Mancha rennen. Das war nicht gut. You must not run in the Mancha. Ja, ich darf nicht in den Mancha rennen. Oder du musst, Klammer auf, nicht in der Mancha rennen. Ah, so close! Wie vielte Part ist das eigentlich? 154? Der erste. Achso. 155, ne? Oder 156? Du meinst von der Gesamtaufnahme. Ja, ja, richtig. Naja, was ist denn gerade jetzt für ein paar draußen? Jetzt ist doch 154 draußen. Ja. Also ist das der 156. 154 oder? Ist 88. Das heißt, morgen kommt noch die Höhle, also ist das hier 156, korrekt. Mhm. Ja, wieso 88? Yes! Ja. Der Part heißt einfach 88. Ach so. Ja, ich glaube, ich habe schon den Part 88 genannt, aber Wayne. Warst du dabei, HF? Nobody cares. Ich glaube ja. Nee, nur am Ende. Ach so. So, jetzt haben wir. Da war wieder so ein Geräusch für die Compilation. Jetzt haben wir alle Schwere fertig. Ach, ich mache jetzt keine Compilation. Also, so eine Compilation mache ich nicht mehr. Naja, das stimmt. Wahrscheinlich wird das auch nicht wieder so gut, wie es war. So viel kann ich gar nicht. Das ist auch ein toller Schwung. Ah, gut, Conan. Okay, ich gar nicht mal so schlecht. Einmal an die Decke passt eigentlich. Hast du den recht zügig geschafft? Und drüber.
Wobei, kann ich nicht euch jetzt einfach schon in die Lava stoßen? Nee, die ist halt nicht gerade. Ach so, erst beim Schlüssel, ja. Ich verstehe. Und nee, tschüss. Das hat mit dem Schlüssel nichts zu tun. Das ist halt nur, weil da die Lava gerade ist. Ja. Ja. Nein. Scheiße, hast du es gemacht. Wieso, ich geh doch runter. Er? Ja, gut. Er stirbt. Okay. Alles supi. Und jetzt machen wir ein paar extra Safe States. Das wird nämlich jetzt richtig kacke. Jetzt machen wir einen neuen Safe State. Einen neuen Safe State. Ach, einen neuen Part, Mann. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Und tschüss. Tschüss.